Na, ich glaube, Rovids Angriff wurde abgeblasen. So, jetzt kümmere ich mich mal um die Geistlichen für die beiden Sachen. Also das sind 8, 5, 2. Erst einmal. Ich dürfte keine Geistlichen mehr übrig haben, nein. So, 8, 5, 2. So. Habe ich jetzt schon von... Wie viel brauche ich? 8. Also noch 3 Stück. So. Kondra, denen willst du wirklich nicht mal wieder helfen? Ist ja nicht so, als ob ich die komplett von allem und jedem abschirmen würde. Ich kann mich halt auch nicht mit meinen Verbündeten irgendwie absprechen, mit meiner KI-Verbündung. Oh, da gibt es ja noch mehr Stein. Fällt mir gerade erst so auf. So. Ja. Also wenn ich es richtig sehe, fehlt noch ein paar Räder. Was sagt eigentlich hier unten? Eigentlich müsste das jetzt mittlerweile gut klappen. Ein neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Okay, Rovin. Sehr gut. Meine Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. 8 Weizen. Ich sollte aufhören, die zu fähigen Güter zu nehmen. Oh, jetzt brauche ich natürlich... Ah, ich habe ja schon. Ha, ich habe schon. Thank you.
So, für dich hätte ich jetzt die Geistlichen. Für dich brauche ich die Geistlichen noch. Acht, sechs, drei. Acht. Sechs. Drei. Und da war es das eigentlich mit den Geistlichen, die ich so bräuchte. Ja, ganz ehrlich, hier unsere Einheiten herzustellen ist billiger als Geistereinheiten herzustellen. Das würde sich wirklich nur rentieren, wenn wir auf mit dem Händler einen auf Händler gemacht hätten. Da könnten wir nämlich ebenso gut in der Kanonengießerei hier unsere Kanonen holen. Die kosten dasselbe wie die Kanonen hier. Ja, Drakorian legt da oben noch seine Wunden. Also gehen wir auf ihn angreifen. Ich sehe jedenfalls nicht, wie Drakorian mit drei Kanonen und zwei Musketieren durch meine Defense durchkommen will. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Sehr schön. Jetzt haben wir auch hier eine dicke Befestigung. Können mit unseren beiden Armeen jetzt Rovins Vorposten einnehmen. Also wir müssen eigentlich nur zwei Regionen einnehmen, dann können wir schon ihre Hauptstadt stressen. Können wir von hier aus in Drakorians Gebiet einmarschieren, sobald wir Rovin besiegt haben. Ja, ich glaube, Rovin gerät unter ziemlich viel Kanonenfeuer jetzt gleich. So, das Gebiet wird eingenommen und damit hat Rovin ihre Kaserne und damit ihren Zugang zu jeglicher gemeiner Waffeneinheiten Möglichkeit verloren. Da muss sie mit Söldner aus der Taverne vorlieb nehmen, weil ich glaube, sie hat... Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Ihr haltet euch für mächtige Könige. Dabei seid ihr nicht als zwei Feiglinge, die ein friedliches Land überfallen. Vielleicht erringen wir den Sieg nicht heute, aber ich versichere euch, dass eure Taten nicht ungesühnt bleiben und euren sicheren Fall herbeiführen werden.
Die Sendler werden niemals vergessen, was heute geschehen ist. Hier hat sie aber auch ihre Steine genutzt gelassen. Was praktisch ist. Und ja, sie produziert jetzt wirklich in der Taverne Einheiten. Das wiederum, finde ich, sieht wieder cool aus hier mit dem Wachturm an diesem Kreisplatz. Oh, eine Eroberungsbelohnung. Immer noch keine Hilfe von Kondradin. Ja, dem Drachen wohl gebildete bzw. Futter schicken und dem Riesen auf dem Araudenhügel zur Entlausung geistliche schicken. Ja. Sollten wir hinkriegen. So, die Befestigungen sind ausgebessert. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Truppen kommen. Oh, ein Pikinier fehlt auch noch, sehe ich gerade. Ja, ich finde, mit den Forschungen sitzen wir hier. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt Reiter. Ja, Questtafel und ich denke, hier kann ich mir ansehen. Konstruktion, nein. Geologie, nö. Verpflegung. Trend, Stagnation, Trend, Negativ. Konsumenten, Produzenten, na. Arbeitsgebäude. Hier habe ich eine Gebäudeübersicht, über die ich gebäckert habe. Ich habe doch nicht da drüben nachgeguckt. Ja. Ich kann auch drüber fahren und mir anzeigen lassen, wo sie sind. Auch gut. Ja, okay, das sind Arbeitsgebäude, aber nicht... Oh nein. Euer Gegner hat ab sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Thank you.
Den Prestigepunkt da doch eins. Hm?